der Wahlstatt wird gebaut und umgebaut. Die Feuerwache an der Dortmunder Straße ist schon länger viel zu klein. Auf rund 1009 Quadratmetern entsteht eine neue Leitstelle und Platz für viele neue Nutzfahrzeuge der Feuerwache. Rund 1,5 Millionen kostet der Umbau. Aufgrund des guten Winterwetters ging es zuletzt auch beim Umbau der Westertorpassage deutlich vorwärts. Nach vielen technischen Komplikationen, Abstimmungsnotwendigkeiten mit den Nachbarimmobilien und mehreren Wintereinbrüchen ist beim Umbau der Westertorpassage nun endlich Land in Sicht. Der Abbruch der Überdachung ist beendet und die alten Fahrtreppen sind entfernt. Ab der kommenden Woche kann mit dem Bau des sogenannten Steges zwischen dem alten Rathausplatz und dem Kurt-Schumacher-Ring begonnen werden. Die folgende Fotomontage zeigt, wie die Westertorpassage nach Fertigstellung in neuem Glanz erscheinen soll. Der letzte Teil der ehemaligen Schwanemeyerschen Fabriken an der Friedrichstraße wird ebenfalls am Dienstag abgerissen. Er weicht einem SB-Markt. Dort soll auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche auch ein Bäcker neu beheimatet werden. Ein Großteil des Gebäudes wurde bereits 2003 abgerissen, nachdem es eingestürzt war und ein benachbartes Autohaus in Mitleidenschaft gezogen hatte. Das ehrgeizige Projekt Friedrich II aus den 90er Jahren mit zahlreichen Wohnungen ist damit auch endgültig Geschichte.